Moin moin und herzlich willkommen hier zurück im LS22 auf der Ostseeküste 22 mit mir, dem Ernie. Ja, so wie ihr seht, ich habe schon angekuppelt den JCB mit dem Kipper und da hinten haben wir auch noch einen, ja, Bergmann-Überladewagen wie beim letzten Mal und auch noch einen Johnny. Wie ihr seht, ist es ein Ernteauftrag. Den Drescher habe ich schon in die Spur gebracht. Ich würde sagen, wir fahren mal so langsam Genfeld 27 und ja, bunkern ihn dann auch ab. Wie viel hat er? Er hat jetzt 40%. Es ist, was ist es? Hafer. Aber Hafer ist ja eigentlich auch immer sehr ergiebig. Wir können. Aber Hafer ist ja auch immer sehr ergiebig. Das geht ja genauso schnell wie Weizen eigentlich. Das geht ja schneller als du gucken kannst. So, jetzt noch mal ein bisschen alles einstellen hier. Das hatte ich noch gar nicht so wirklich getan. So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo war ich jetzt? Ach so, ja, ich fahre jetzt quasi gesehen. Hätte ich. Ja, ganz toll. Moment mal. Ich glaube, ich weiß das ja gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin hier reingefahren. Genau. Und ich hätte auch den Weg hinter mir nehmen können oder den da oben. Ich glaube, ich bin den Weg reingefahren. Ich habe das eben nur mal ganz schnell gemacht. Egal. Viele Wege führen nach Rom. Und darum würde ich sagen, fahren wir einfach hier lang. Und dann kommen wir auch zum Feld 27. Hier ist diese Karte. Upsasa, in den... ja, hier muss man doch sagen, kleinem Display. Nicht verbaut. Aber gut, dann ist das so. Als allererstes natürlich erstmal, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gesund. Ihr seid alle fit im Schrät. Ne, so wie ich das immer so schön sage. Das ist immer das Wichtigste. Gesundheit ist wichtig. Heute Aufnahmetag. Was haben wir denn heute? Heute ist Sonntag, 14:25 Uhr. Ja, ich bin halt ein bisschen spät dran. Aber das lag zum einen, weil es gestern beim Grillen mit unseren Freunden doch recht spät geworden ist. Das eine oder andere Bier hatte sich dann zu mir verirrt. Also ganz rein zufällig gekühlt auch noch, ne? Wahnsinn. Es war ein schöner Abend. Es war ein schöner Abend. Wir hatten schön gegrillt. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Es gab ordentlich was zu essen, obwohl wir gar nicht so viel geschafft haben. Ah, jetzt will er wieder. Wir haben gar nicht so viel geschafft, aber trotzdem war ordentlich was drauf. Wir werden heute auch definitiv die Reste grillen. Da werden wir gar nicht drum rumkommen, weil wir auch noch Salat über haben. Und wie ihr den Ernie ja kennt. Er hasst es, Nahrung wegzuschmeißen, Essen wegzuschmeißen. Ich hasse es wie die Pest und darum, wie gesagt, heute Rest Salat, Reste vom Grill, also von heute habe ich es, entschuldigt bitte. Oh, ich bin so ein bisschen noch durch. Der gestern, es war so lang und wir haben auch echt getrunken und gelabert da den ganzen Abend. Wahnsinn. So, warte mal, hier war jetzt links, irgendwo ging es hier nämlich rein. Da haben wir ihn, sehr schön. Er war auch schon fleißig. Wie gesagt, es war gestern echt ein heftiger Abend, aber es war schön. Es war supi. Und egal, es hat sich halt gelohnt. Und heute hat man halt mal so ein bisschen die Nachwehen, ne? Da müssen wir halt durch. Ja, gestern kam noch unverhofft Post, die ich eigentlich, ja, was heißt eigentlich, die ich heute Morgen erst gefunden habe, weil ich gestern ganz vergessen habe, in den Briefkasten zu gucken. Mein Bescheid von der Reha ist da. Das heißt, meine Reha wurde bewilligt. allerdings nicht die Orte, die ich vorgeschlagen habe, weil es die deutsche Rentenversicherung, über die läuft es ja, die hat da ihre eigenen Vorstellungen, aber das konnte ich ja nicht wissen, welche. Hört ihr das auch plätschern? Hört ihr das auch plätschern? Ja, die See. Ja, Ostseeküste, jawohl. Da ist sie ja. Mensch. Ja, hier sogar Fußgänger. Die Ostseeküste. Sehr schön. Auf jeden Fall hatten die mir dann da, ich weiß gar nicht, vier andere Kliniken vorgeschlagen. Ich werde mich wohl für die eine in Bayern entscheiden. Schön, ne? Runter nach Bayern. 3 Wochen. Und dann wollen wir mal schauen, wie es abgeht. Ich muss da morgen bloß nochmal anrufen, bevor ich das zurückschicke, für welche ich mich entscheide. Also ich möchte bei der Klinik da selber anrufen, weil ich ja noch so ein paar Fragen habe. Nicht, dass ich da ja, dann noch auf den Bauch falle und dann ja, in Bezug auf
die Örtlichkeiten dort, ja, ein bisschen auf die Schnauze falle. Das wollen wir ja nun auch nicht und alles. Ich habe aber, wie gesagt, noch so ein paar Fragen und das muss dann noch geklärt werden. Naja, so ist das eben. So, ich brauche jetzt mal kurz Sabbelwasser, obwohl der Kaffee heute nicht so gut schmeckt wie sonst. Aber das, wie gesagt, liegt wohl an den gestrigen Ausschweifungen, die wir da hatten. Aber es geht. Es geht. Des Weiteren, ja, hatte ich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das hier erwähnt hatte oder im ATS. Ich habe jetzt seit ungefähr anderthalb, 2 Wochen das Gefühl, dass die Power nicht mehr aus meinem Körper rausgeht, sondern dass sie jetzt da bleibt, wo sie hingehört, und zwar in meinem Körper. Ich kann jetzt wieder viele Dinge tun, die ich vorher nicht so konnte. Vor allem auch teilweise in eins durchziehen, und das ist wunderbar. Das heißt, das fühlt sich schon so an, als ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin, dass es jetzt langsam mal in die Genesung geht. So hoffe ich. Und den Rest dann halt mit der Reha dann hinbekomme. Und das wäre echt super, weil ich habe so die Schnauze voll. Es sind jetzt, ich weiß nicht, 2,5, 3 Monate, die ich jetzt zu Hause bin. Es reicht. Es reicht wirklich. Und jetzt kann es wirklich mal so langsam in Richtung Genesung gehen. Aber wie gesagt, es fühlt sich ganz gut so an und wollen wir mal das Beste hoffen, dass dem dann auch so ist. So, das dazu. Des Weiteren halte ich euch ja immer auf dem Neuesten. Wir sind jetzt bei 350 Abonnenten. Leute, ihr seid verrückt. Ich danke euch ganz dolle. Ich hätte nicht, ich hätte gedacht, naja, vielleicht bist du jetzt am Wochenende bei 340. Nein, wir haben sogar die 350 geknackt. Hammerhart, Leute, danke. Ich kann auch wieder einen Namen vorlesen, und zwar einen weiblichen mal wieder. Daniela Maßmann, ich danke dir, Daniela, dass du mich für wert empfindest, dich zu unterhalten. Danke, danke, danke dafür. Und ja, ich hoffe, du kannst es genießen. Ich hoffe, du bereust es nicht. Wir werden weitersehen. So, ich glaube, wir können erstmal den anderen noch holen. Genau. Den holen wir uns jetzt auch noch mal. Dann können wir dann nämlich immer überladen. Bin ich überhaupt gespannt, ob das bei der Größe da überhaupt funktioniert. Bei dem Kipper, den wir da haben. So, wartet mal. Erstmal oh, hier rum. Zack. Sehr schön. Hatta, hatta. So, ob ich jetzt hier um die Kurve komme mit dem langen Geschoss, weiß ich nicht. Deswegen werde ich hier einmal über den Parkplatz einmal die große Wende machen, ne? Warte mal, können wir im Prinzip auch hier hinten raus? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, können wir auch. Und dann da wieder rein. Dann machen wir das doch mal. Dann fahren wir doch mal so rum. Alle Ecken auf der Karte kennenlernen, ne? So muss das sein. Dann kommen wir doch hierher. Wenn ich das richtig gesehen habe, geht es jetzt schräg daran und dann geht es die nächste rechts wieder über diesen asphaltierten Teerweg Richtung Feld 27. Ach, wunderbar, Mensch. Ich sag ja, du, das geht. Ich ist zwar größer, aber ich glaube, das geht ja bald schneller als auf der Rehbach hier mit dem Zurechtfinden. So, KI-Verkehr haben wir auch wieder vom Feinsten. Sehr schön. So. Aber der hat hier. Hier geht's rein. Der hat hier auch nicht diesen Real GPS drin verbaut. Aber wie gesagt, das sind ja auch die Originalen, die ja hier vermietet werden. Ne? Und da ist das dann wohl nur vereinzelt bei einigen vielleicht mal so, ne? Ja, was gibt es sonst noch Neues? Wie gesagt, es war gestern ein sehr schöner Tag. Gestern Nachmittag kamen die alle schon und dann waren wir, ich war gestern mal wieder im Pool. Ich muss sagen, bei den Temperaturen, Alter, war das geil. Alter, war das geil. Oh, schön abgekühlt. Herrlich. Ne? Ich glaube, ich habe sogar eine Dreiviertelstunde drin ausgehalten. Ich habe das mal so richtig ausgekostet. Es war vom Feinsten. Wir haben das Wasser ja, wie ihr ja wisst, auch wieder hinbekommen. Und auch mit Chlor und mit Entalger und dies, das, jenes. Das löbt alles. Sehr schön, sage ich da bloß. Ah, ich muss mal zwischendurch mal ein bisschen rüber gucken. Das ist wunderbar, wie das da alles läuft. Das freut mich auch. Ja, und dann haben wir dann so, ich weiß nicht, gegen 19, 18, 19 Uhr hatten wir angefangen zu grillen. Und dann Feierabend war 12:30 oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe nicht mehr so auf die Uhr da geschaut, muss ich ganz ehrlich jetzt auch mal sagen. Ne? Ich weiß nur, dass ich sehr schnell, sehr tief geschlafen habe. Aber das musste an der Gersten-Kaltopfenschale gelegen haben. Also Schrägstrich Bier. Wird blockiert mal wieder. Na, dann müssen wir uns um ihn kümmern.
Aber erstmal fahren wir mit ihm da in Richtung Feld. Ich kann mir auch schon vorstellen, woran es liegt, weil er hatte vorhin auch schon mal einmal eine Blockade und zwar in der ersten Ecke vom Feld, weil wir haben ja wieder diese Inseln drauf. So wie ich hier bei der ersten das eben gesehen habe, fährt er die wunderbar, diese Büsche, Inseln, wie auch immer. Aber er vertut sich dann wohl immer so ein bisschen. Na, das war doch hier irgendwo. Bei den Ecken dann. So, warte mal, wir ziehen ihn erst einmal in das erste Vorgewende, können wir ihn ja ruhig reindrücken, da stören wir ihn ja nicht. So, Moment. Dann wollen wir mal gucken. Ja, hab ich's mir doch gedacht. Hab ich's mir doch gedacht. So, wo ist meine Maus? Maus. Dann ziehe ich ihn einmal rum. Ich weiß nicht, warum er sich hier. Normalerweise, ich weiß gar nicht, habe ich scharfe Ecken, weiche Ecken? Ich weiß es jetzt gar nicht. Wir werden ihn jetzt einmal korrigieren. Und dann hoffe ich, dass er ihn dann jetzt. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, wir haben diesmal einen anderen Drescher, ne? Ein Case 2 nennt man es ja auch, ne? Also wenn ich das richtig lese da. Was mir jetzt aber nicht so ganz einleuchtet und klar ist, aber ich bin ja auch kein Landwirt, nur ein Hobbybauer, also Simulatorbauer, ist, warum wir vorne diese Doppelbereifung dran haben. Das interessiert mich. Oder ob das nur Zufall vom Computer hier generiert worden ist, ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, da hätte auch ein ganz einfaches Ding gereicht. Aber gut. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz orientieren, wo sind wir denn überhaupt? Das heißt, aha, hier vorne haben wir das Wohngebäude, das heißt, er fährt ja einmal rum, dann haben wir schon das erste Vorgewende richtig. Richtig. Oh, Leute. Dann haben wir das erste Vorgewende fertig. Ich habe im Moment noch Wortfindungsstörung. Was übrigens noch, ich habe es nachgelesen, jetzt ganz ehrlich, auch auf der Seite der Klinik, da wo ich hin will, dass Wortfindungsstörungen auch zu einem Symptom von Long-Covid gehören. Alle Symptome, die ich da gelesen habe, hatte ich oder nicht, also jetzt nicht alle, sondern einige. Jeder Mensch ist ja anders, aber das gehört auch mit dazu und das habe ich halt auch noch zwischendurch mal. Obwohl das vielleicht jetzt auch so ein bisschen noch an meinem Kater liegen könnte. Ich weiß es nicht. Egal, egal. Leute, nehmt mich heute so, wie es ist. Es ist nun mal so. Trotz egal jetzt. Jetzt bin ich raus. Was wollte ich jetzt sagen? Verfluchter Hühnerdreck. Drescher, ja. Egal. Kann natürlich auch sein, dass das, ja, wie gesagt, dass das Spiel das halt so empfunden hat. Empfunden hat, ja. Rausgedrückt hat. Oh, meine Fresse, Leute. Nimm mich auch nicht ernst, ey. Nimm mich auch bloß nicht ernst. Ich erzähle hier heute eine Scheiße vom Feinsten, du. Herrlich. Ach, ja. So, zweites Vorgewende. Jetzt haben wir es. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wollte ich sagen. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus, wie er jetzt da in das zweite Vorgewende reinkommt, weil. Einmal, wie wir sehen, hat er es ja jetzt schon umfahren. Und das finde ich übrigens sehr gut. Ich hatte nämlich vorher, bevor ich ihn angestellt habe, nochmal in die Einstellung reingeguckt. Und da stand da kreisrund. Da gab es andere Möglichkeiten, aber ich dachte eigentlich kreisrund. Warum nicht? Sieht doch ganz gut aus. Und eigentlich hat er doch jetzt Platz. Eigentlich. Da war jetzt kommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Jetzt umfährt er es nicht. Und zwar. Gott, oh Gott, oh Gott. Obwohl, ja, was macht er? Er wird blockiert. Okay. Dann ist er da wohl doch noch nicht so intelligent. Egal. Wir haben, ich glaube, ich hatte vier Vorgewende. Das heißt, wir werden irgendwann dann hier dran vorbei sein. Es ist egal. Wir ziehen einfach jetzt hier ran. Ich meine, ist eine interessante, aber auch fiese Nummer, da so eine Insel hinzubauen, ne? So. Mal das Beste hoffen, dass er ihn hier wieder nimmt. Ja, das sieht ganz gut aus. Wie gesagt, da hinten haben wir dann auch noch eine Insel drin, so eine ja, Baum-Buschinsel. Ne? So, was hat er? 70%. Das heißt, wir können dann jetzt. Das kann schon lauter Speeres hier. Wahnsinn. Ihr hört das auch, ne? Wir jetzt mal unseren anderen. Dann werden wir ihn ganz langsam hinterher dackeln. Moment, den können wir auch noch aufklappen, sonst wird das hier ja alles nichts. Das war doch genau. Die 8. Die 8 ist es bei mir. Die Rennriver blühen, nichts geht mehr. Die 8. So. Haben wir das ab. Ja, wie gesagt, wenn ich das eben richtig mitbekommen habe, ich war jetzt hier gerade am Anfang meiner Aufnahmesession, gerade noch am Einrichten.
ist wohl der älteste Sohnemann auch wieder da mit Frau, Kind und Kegel. Da werde ich dann, wenn ich das hier für euch für morgen beendet habe, natürlich auch wieder rausgehen, gucken, was er hat. Nebenbei kann das ja ganz in Ruhe hochladen. Aber heute, wie gesagt, heute wird wohl nicht mehr viel passieren. Bräuche muss ja morgen auch wieder früh hoch. Ich glaube, um 3 muss sie wieder aufstehen. Man soll es nicht glauben, aber ich ersehne den Tag. Ich ersehne den Tag, wo ich auch wieder sagen kann, ey, früh aufstehen, ab auf Arbeit. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ehrlich, wenn mal wieder ein ganz anderer Tagesrhythmus hier bei mir in der Gänge ist. Ehrlich. Oh, nee. Dann hatte ich ja noch, wann war das? Gestern? Vorgestern ein Spontanvideo gemacht. Ein, ja, quasi Microsoft Flight Simulator, ein zweites. Das gehört zwar hier nicht hin, aber ich wollte es doch nochmal erwähnt haben. Von denen, die auf den LS gucken. Scheint wohl ganz gut angekommen zu sein. Nochmal danke dafür. Wenn ihr das wart, wenn nicht, dann war das jemand anders. Ach ja. So. Ne, wie gesagt, dann werden wir heute Abend noch schön grillen und dann früh in der Falle. Und dann sieht die Welt morgen auch schon wieder ganz anders aus. Kann man schon wieder ganz anders rangehen. So, was hat er denn? 91%. Okay. Ich glaube, der Case, der hat einen kleineren Korntank. Aber muss ja eigentlich auch, weil der Klaas, den wir ja im letzten oder beziehungsweise vorletzten Auftrag hatten, der war ja nur noch größer. Ach nee, dann werde ich den anderen wohl auch mal dann noch mal umfahren. Also nicht woanders hinfahren, das wollte ich damit sagen. Weil's, der steht dahinter dann doch beschissen, weil das dauert ja doch ein bisschen, bis der Anhänger voll ist, ne? Würde ich mal so behaupten. So, was hast du jetzt? 98. Na, jetzt müsstest du aber gleich mal anhalten. Jawohl. Sehr schön. Dann fahr mal dein Rohr aus. Das kann man jetzt auch so und so sehen. So, dann kannst du hier einen ganzen Ruhe überladen. Und ich werde mich mal in den anderen schmeißen. Und den werde ich mal da hinten zum Eingang hin eiern. Da ist er nicht im Wege. Genau. Die See. Auch ein paar Schiffchen haben wir da. Jawohl. Möwengeschrei. So wie sich das gehört hier, wa? Herrlich. So. Dafür hier haben wir auch noch ein Bäumchen. Jawohl. Ja, so ein paar Dinger sind hierbei. Aber das habe ich gesehen auf der Map. Da gibt es viele Felder. Also es gibt wirklich viele Felder, wo hier und da dann doch noch mal solche Dinger verbaut sind da. Aber warum nicht? Lass doch. So. Mölz, Mölz, Mölz. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob dieses Feld größer ist. So, dich stelle ich mal hier an die Seite. Der Ausgang war da hinten. Dann passt das so ganz gut. Dann kann ich mit dem Überladewagen immer schön daneben. Da werden wir uns jetzt auch mal wieder reinballern. Ja, er hat natürlich jetzt noch Kapazitäten. Ja gut, der Anfang ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ist klar. Ist nicht so wie bei dem anderen Ernteauftrag. Da hatten wir wirklich nur diese kleinen Anhänger. Und da ging das dann doch recht zügig eigentlich mit dem Überladen. Aber hier haben wir jetzt einen größeren Kipper. Auch einen Überladewagen, aber auch einen kleineren Drescher. Das dauert dann doch ein bisschen länger alles. Na gut, hilft ja alles nichts. Oh, habe ich einen Kater. Leute. Oh, da ist noch so eine Insel. Seht ihr die? So aus kleinen Büschen. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie er damit verfährt und wie wir dann daran vorbeikommen. Mein Gott, ist das laut hier. Na ja, Kuda. Ach ja. So. Nö, ansonsten gibt es nichts weiter Neues. Wie gesagt, sehr lange philosophiert.
Und dann kam auf einmal doch das Reha-Ding. Auch nicht schlecht. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn ich das jetzt natürlich abgeschickt habe, wie lange dauert es, bis ich sie dann antreten darf. Obwohl, da hat meine Tante, mit der habe ich heute auch schon telefoniert, mir so einen kleinen Tipp noch gegeben. Wenn ich da morgen eh anrufe und so ein paar Fragen habe, sollte ich die doch gleich mal fragen, wie das da aussieht. Weil die können vor Ort das wahrscheinlich noch besser absehen, wie lange das dauern könnte. Vielleicht bekomme ich die Informationen dann auch noch raus. Also wie gesagt, ich hoffe so, natürlich so schnell wie möglich und dass ich dann ja, zum Ende des Jahres eigentlich auch schon wieder arbeiten gehen kann. Das wäre mega. So, ich glaube, ja, ich hatte scharfe Ecken eingestellt. Jetzt sehe ich es auch, ja. Auch für Blinde, auch für Ernest ist jetzt ersichtlich, dass wir scharfe Ecken eingestellt haben. Deswegen hat er sich da hinten wohl das zweite Mal, ja, festgehakelt, will ich mal so sagen. Ne? Ja, nee, da ist jetzt im Moment nicht viel zu wollen. Bei diesem Auftrag. Das dauert jetzt erstmal, bis das so ein bisschen in Gang kommt. Ich meine, wenn wir das erste Mal jetzt Korn, also beziehungsweise Hafer, wegbringen können, dann sieht die Geschichte ja schon ganz anders aus. So, jetzt hat er aber auch überall Platz, sich da vernünftig in den Kurven zu bewegen. Würde ich mal so sagen. Und dann wollen wir mal sehen, wer da hinten mit der Insel wieder verfährt. Oh, nee. So. Was hat er denn? Naja, 50%. Aber das Feld scheint auch nicht richtig. Hier ist ja noch Unkraut mit drin. Und man sieht es ja so ein bisschen auch. Das ist auch nicht gerade gut gelungen vom Kunden. Ja, wahrscheinlich hatte da einen Lohner, bevor ich angefangen hatte, war der Lohner wohl nicht so gut. Oh. Okay. Ach nee, du. Nee, ja komm, einmal möchte ich wenigstens noch abtanken. Und dann, es ist zum Kotzen, haben wir es eigentlich schon wieder fast geschafft. Dann haben wir es ja auch schon wieder geschafft. Was haben wir denn jetzt schon? 112.727 Euro. Also für eine Anzahlung, für einen Träger könnte es schon mal reichen. Ne? Also für eine Anzahlung, ja. Für einen einigermaßen einen Träger. Ne? Aber wir brauchen ja ein ganzes Equipment. Das heißt, so ein bisschen Kohle müssen wir noch auf jeden Fall sammeln, bevor wir überhaupt ansatzweise irgendwo uns da was anschaffen können. Vieles werden wir dann auch mieten, denn ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, auch noch den Mod drin, hier diesen Mietkauf. Das läuft ja dann darüber, wenn du jetzt hier halt Sachen gemietet hast. Oh Gott, Ernie. Also wenn du die gemietet, wenn du die mietest, dann wird das gleich mit angerechnet, dann, wenn du es dann kaufst, auf den Kaufpreis. Ey, heute habe ich's, Leute. Ey, das ist doch verboten, was ich hier heute mache. Lecco mio popo blanco. Sorry, sorry, sorry. Ah. Aber gut. Es ist so, wie es ist. Es tut mir leid. Es war gestern sehr lustig. Nein, wir haben viel gelacht, ein paar Anekdoten erzählt, so wie sich das gehört. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wunderschönes Wochenende. Beziehungsweise, ihr seht das ja morgen, muss ich eigentlich sagen, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Wochenstart. Na? Na? Scheint so, wa? Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Wochenstart, sei es Schule, sei es Arbeit, whatever. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und habt natürlich auch ein wunderschönes Wochenende verbracht. Mit Familie, Freunde, wie auch immer. So, das habe ich mir gedacht. Er ist mal wieder blockiert. Bist du denn? Ja. Leute, bin ich froh, wenn du an dem Busch hier vorbei bist. Ehrlich. Hey. Hallo? Alter. Heute ist so ein typischer... Es geht alles schief, Tag. Muss ich hier mal ein bisschen reinfahren ins Feld. Hammer. Okay.
Dann versuchen wir es nochmal. Attacke Hotelie. Okay. Ah, warte. Da wollte ich doch hin. Und da habe ich's. Heute nichts mehr denken. Heute ist Chaosfolge. Trecker fahren mit einem dicken Kopf ist nicht so schön. Der hat brummt wie Sau. Sollte man nicht machen. Auch nicht im Real Life vielleicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Na komm, mach dich jetzt noch einmal voll. Dann kann ich noch einmal überladen. Und dann passt die Geschichte wieder. Ja, und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Also wie gesagt, ich weiß nicht, zwei? Noch zwei Folgen? Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es vorangeht. Obwohl ich auch das Gefühl habe, das Feld, ist das ein bisschen größer als die eins, die wir da hatten? Hm. Okay. Ach ja, hier ist auch wieder Kurve. Scharfe Kurve. Mann, 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 Mann. Der bricht sich heute aber auch echt einen Zacken aus der Krone hier, ne? Ich weiß nicht. Ist der langsamer? Mir kommt das heute alles so langsam vor, so wie in Zeitlupe. Ach nee, da. Oh, Mann, Mann, Mann. So. Ach, da noch eine. Na, dann Mantau. Naja, wenigstens ist er dann aber auch gleich auf richtiger Strecke, wenn ich ihn gleich abtanke dann, ne? Okay. Der zappelt sich aber auch ein ab hier, das ist der Wahnsinn. Das habe ich noch nie erlebt, dass die so lange gebraucht haben. Heftig. So. Ja, man sollte auch dicht genug dran fahren, Ernie. Ey, heute geht's ab, heute geht's ab, du. Er ist noch nicht mal fähig, hier Trecker zu fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, komm. Hau rein, Leute. Wir essen zeitig. Da hinten steht er. Wenigstens das möchte ich noch sehen. Und dann bringen wir beim nächsten Mal das erste Korn dann weg. Obwohl, der wird jetzt noch nicht voll sein. Glaube ich zumindest nicht. Der Kipper. Das glaube ich dann doch nicht. So. Ab dafür. Ich würde sagen, so rum ist kürzer, ne? Ja. Oh, nee, du. Das war dann genau die 7 bei mir. Das Überladerohr. Mit dem Drehen, das müsste passen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Schön dicht dran. Ja, macht er. Sehr schön. Sehr schön. Na doch, der füllt sich aber doch recht fix jetzt. Na, dann werden die nächsten Zyklen auf jeden Fall reibungsloser laufen, auf jeden Fall. Davon kannst du ausgehen. So, dann haben wir das nämlich auch. Dann springen wir nochmal in unseren Drescher rein. Genau, dann mache ich davon nämlich nochmal ein Screenshot für das Thumbnail.
Jo, würde ich sagen. Sieht ganz gut aus. Genau. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Folge, diese Blamage heute einigermaßen gefallen hat. Und wenn nicht, dann drückt sie einfach weg. Dann ist das eben so. Das nächste Mal geht es natürlich ohne dicken Kopf und ohne, dass ich einen Tag vorher was getrunken habe, weil das Wochenende ist ja vorbei. Geht es dann weiter. Und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen, gerade am Anfang der Woche auch. Lasst euch nicht zu doll stressen und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Euer Ernie. Ciao, ciao.